ist hier aufgewachsen, Zinnerrode, man wächst mit dieser sogenannten Tradition auf. Man kommt hier einfach normal rein und bleibt dann auch drin. Jedes Hackbrett hat ein Schallloch. Bei uns ist es die Rosette hier. Die tut man von Hand schnitzen. Die hat der Vater mal gezeichnet. Ich mache sie weiterhin, weil genau an dieser Rosette kennt man, weiss man, da ist der Fuchslibrett. Hier sehen wir die Weiterentwicklung des Hackbrett. Das grösste, das ich je bauen durfte. Aber es bleibt Qualität und Tradition.